Ja, wir befinden uns in der Übungsphase und zwar wollen wir das Volumen einer vollkommen daneben gegangenen Gießkanne mal berechnen. Die hat folgende Maße: 25 cm im Durchmesser. Das Ding ist zylindrisch. Hier oben ist ein Einguss, interessiert uns nicht. Der Rüssel, der reicht wirklich so hoch, dass kein Wasser austritt. Ich habe das ein bisschen hässlich gemalt, aber es ist jetzt egal. Wir wollen das Gesamtvolumen errechnen. 30 cm ist die olle Kanne hoch. Dieser Rüssel hier, dieser Ausgießer, der ist 25 cm senkrecht von der Kannenkante entfernt und hat durchgängig einen Durchmesser von 4 cm. Wie gehen wir daran? Das machen wir jetzt. Ich bitte für die Leute, die es jetzt nicht getan haben, nochmal an Folgendes zu denken. Stellt euch die Formel auf. A Kanne würde ich dann sagen, ist tralala, minus tralala oder plus tralala. Macht euch darüber Gedanken und schreibt erstmal die grundsätzliche Formel auf. Über den Rest kann man sich dann immer noch unterhalten. Also, es geht um die Kanne. Hier sind die Maße. Schreibt euch die grundsätzliche Formel auf, denn gesucht ist das Gesamtvolumen. Ich schreibe diesmal nicht V netto, sondern V ges, so wie Gesamt. Na denn, viel Spaß, Action. Ja, hier kam die Frage, ob der Henkel auch zählt. Nee, der Henkel zählt nicht mit rein. Also der Henkel, der ist jetzt egal, der ist aus durchgehendem Material, nicht so wie es bei manchen Plastikkannen ist. Henkel zählt nicht. So, wir haben jetzt eben schon mal den entscheidenden Tipp gehabt, nämlich wie setzt sich denn V gesamt zusammen? Und zwar, das ist nichts anderes als ein, jetzt mache ich das mal so, das ist ein Zylinder, dieses Ding, und das ist auch, naja, ist egal, das ist auch ein Zylinder. Also ist das nichts weiter als V gesamt ist ein VZG, wie groß, wie ihr das bezeichnet, ist mir egal, plus VZK, V-Zylinder klein. So, und jetzt ist der Rest eigentlich klar. Ich gebe mal gleich die Formeln vor, die wir aus dem Tafelwerk dann entnehmen können. Volumen eines Zylinders, allgemein, Volumen Zylinder ist Grundfläche mal Körperhöhe, aber die Grundfläche ist Pi mal R Quadrat und jetzt mal Körperhöhe. Das hier ist die Grundfläche und das ist die Höhe entsprechend. Also Grundfläche mal Körperhöhe gilt auch da. Ja, der Rest ist leicht. Bing, 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 wir sind fertig. Die Uhr klingelt gerade. Ich meine die andere Uhr. Diese Kanne hier, gucken wir uns die mal an. Was schätzt man? Wird eine 10-Liter-Kanne sein. So kann man es überschlagen. Wir hatten ja gesagt, errechnet sich das Gesamtvolumen aus großen Zylinder, hellblau und lila kleinen Zylinder, auch wenn der schräg ist, ne? Satz des Cavalieri. So, jetzt mal schnell eingesetzt. Die Grundfläche ist Pi mal R Quadrat. Achtung, 12,5 Zentimeter in Klammern zum Quadrat. Anders darf man es nicht schreiben, sonst wäre es Quatsch. Und das mal 30 Zentimeter, das kann man tippen. Pi nehmen wir 3,14 glatt. Moment. Nehmen wir 3,14 glatt und errechnen demzufolge mit dem Taschenrechner 14.718,75 Kubikzentimeter. Hier ist es leicht. Ach so, ob man richtig getippt hat, kann man wie folgt überschlagen. 12 mal 12, ganz locker, ist 144. Da es ein bisschen mehr ist, 144 mal 3, sagen wir 150 mal 3, 450, nochmal 3 und eine 0 dran. Dann kommt man ganz schnell in diese Regionen so von 13.000 und dann sagt man, okay, dann habe ich richtig getippt. Sonst kommen nämlich ganz schnell Kommafehler rein. Hier ist es leicht, Pi mal R ist ja immer die Hälfte vom Durchmesser. 2 cm mal 2 cm ergibt 4. 4 mal 25 ist 100. 100 mal 3,14 ist 314 zusammengerechnet. Die Kanne fasst also 15.000 rund Kubikzentimeter. Das entspricht 15 Liter. Na, da hat man auch den großen Überschlag. Eine typische Kanne hat 10 Liter. Unsere Kanne fasst mehr, nämlich 15 Liter. Ich mache mal kurz Pause. So, wir haben gerade beschlossen, wir hören mit dieser Übung auf. Genug Videos gibt es im Netz dazu, alle auf diesem Kanal. Machen wir Schluss und ein neues Video beginnt.